Finanzbanken, Euro-Krisen bedrohen unsere modernen Volkswirtschaften und letztendlich jeden von uns. Die bislang eigentlich erfolgreichen Systeme sind mittlerweile geprägt von Ignoranz, Symptomheilung und Ressourcenverschwendung. Das jedenfalls sagt Transformationsexperte Roger Dannenhauer. Da hilft keine noch so gut gemeinte Werte- oder auch Moraldiskussion, sagen sie. Da hilft nur noch eins: Transformation. Herr Dannenhauer, das klingt so ein bisschen esoterisch. Was meinen Sie denn mit Transformation? Es geht einfach darum, dass wir anfangen, an der Wurzel der Ursachen die Dinge zu lösen und eben nicht immer erst warten, bis es eine Krise gibt. Ja? Und es, im Grunde ist Transformation einfach eine sehr schnelle und tiefgreifende Veränderung an der Wurzel der Ursachen, die dann aber nachhaltig wirkt und dann zu, sozusagen zu einer echten Verbesserung. Wo unterscheidet sich denn Ihr Ansatz, diese Transformation von den anderen Methoden? Es geht einfach darum, dass wir heute Wissen und Methoden wirklich im Überfluss haben. Mhm. Ja? Und dass wir davon aber nur einen Bruchteil dann wirklich nachhaltig umsetzen. Das ist eigentlich das Thema. Ja? Also man weiß, wie man Unternehmen ordentlich führt. Ja? Und wie viele machen es? Halt ein Bruchteil davon. Mhm. Diese Erfahrung, also das selber Erleben, das spielt offenbar eine große Rolle. Genau. Und viele denken aber, wenn sie rational darüber reflektieren und diskutieren, dann wäre das schon die Lösung. Ja? Mhm. Aber die Lösung ist halt erst, wenn es nachhaltig transformiert ist. Ja. Also alleine die Kärtchen an der Pinnwand zu beschriften oder zu lesen oder nochmal abzuschreiben, bringt nichts. Ihnen geht es um ein Erleben sozusagen. Ja. Wo setzen Sie denn mit Ihrer Transformation an? Das geht eigentlich relativ einfach. Ja? Das ist einfach mehr Sinn macht, nicht zu warten, bis die Krise kommt, bis die Dinge nicht funktionieren, sondern einfach schon proaktiv an die Ursachen gehen. Und weil an der Ursache ist die Veränderung viel einfacher, es geht viel schneller, es ist viel nachhaltiger. Und was es dafür aber braucht, ist sozusagen eine neue, bodenständige Umgang mit der Realität. Ja? Mhm. Und der ist in der Regel erst zu entwickeln. Ja? Systeme, wie zum Beispiel ein Unternehmen, sind geprägt durch die Spitze. Ja? Die Kultur zum Beispiel in einem System ist der Spiegel seiner Spitze. Mhm. Und das, was ja klassisch bisher gemacht wurde als Symptomreparatur, ist zum Beispiel Change Management. Und Change Management ist die Illusion, dass das Management das System verändert, sodass das Management so bleiben kann, wie es ist. Ja? Und mein Ansatz ist, es entwickeln sich immer erst die das System prägen. Und das sind eben die, in der Regel die Verantwortungsträger in der Spitze, die oft völlig davon überzeugt sind, dass sie gar nicht das Problem sind. Aber die immer mehr, also im Moment ist wirklich so, seit Wirtschaftskrise, seit 2008, ja, bröckelt der Lack, ja, und die Offenheit steigt ungemein, ja, dass man also wirklich, die meisten Verantwortungsträger haben das erkannt, dass wir einfach ein bisschen mehr brauchen als Kosmetik. Ja. Wenn Sie jetzt bei einem Geschäftsführer zum Beispiel sind, wie funktioniert es dann genau? Also wie sieht dann der Tag aus? Ich habe eine Stunde pro Woche mit dem Geschäftsführer. Wir haben dann einen regelmäßigen Termin, zum Beispiel immer montags um 10 Uhr. Ja. Mhm. Und eine Besonderheit ist, wenn man das telefonisch, hat damit auch zu tun, dass viele auch gerade in Führungspositionen müssen flexibel sein. Ja, da kann man auch mal schnell sagen, okay, wenn es um 10 nicht klappt, dann machen wir es heute Abend um 8 oder so. Mhm. Also eine sehr lebendige Zusammenarbeit über einen Zeitraum von 4 Monaten. Und es geht darum, dass ich mit dem dann Themen bespreche und bis zur nächsten Woche, der das macht, also wirklich dann umsetzt und seine Erfahrung wieder sammelt und dann von Woche zu Woche feststellt, oh, das funktioniert ja besser. Also es geht nicht um ein rationales Verstehen, sondern es geht darum, es tief zu verinnerlichen, sodass sich praktisch neue Grundhaltungen manifestieren. Und Herr Dannenhauer, wie haben Sie dann selber zu diesem Weg gefunden? Und habe dann relativ früh mit 17 angefangen, mich mit Zen-Geisteshandeln zu beschäftigen. Und Zen ist ja jetzt ein Ansatz, der sehr einfach ist. Ja? Also es geht um so einfach solche Dinge wie realisiert man Balance. Ja? Also das eine Extrem ist immer genauso schlecht wie das andere Extrem. Wie findet man den Mittelweg? Ja? Oder als Beispiel, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber wie kriegt man das hin? Wie findet man denn die innere Ruhe? Und also auf solche einfache Dinge kriegt man dann eine Antwort und Lösungen. Ja? Und ich habe dann Zen eigentlich als Systemtheorie entwickelt und da kann man eigentlich hochkomplexe Themen sehr einfach verstehen und vor allem aber lösen. Und es ist ein Zusammenwirken von Methoden und Geisteshaltung. Mhm. Und als es hierher kam,
haben alle gesagt, Geisteshaltung brauchen wir nicht. Wir kopieren mal die Methoden. Und das machen die Unternehmen jetzt seit 25 Jahren und wundern sich, dass sie immer Probleme kriegen. Ja? Mhm. Weil halt einfach die Hälfte fehlt. Ja? Nämlich genau der Part, den ich jetzt da mit dem Thema Transformation ergänze. Ja? Und Transformation ist im Grunde Gartenarbeit. Ja? Und wir ernten, was wir sehen. Ja?